Über den Sinn der Karwoche. Ich begrüße dich von ganzem Herzen zu deinem Satsang Zurückerinnerung an deine Wahrheit. Der Christus in dir, das Licht in dir, die göttliche Lichtsäule in deinem Herzen, möchte dich ganz besonders in der Karwoche an die heilige Beziehung erinnern. Wir hatten letzten Sonntag den Palmsonntag und wir wurden eingeladen, das Leben von Jesus Christus noch einmal zu erinnern. Bewusstseinserweiterung ist unser Thema. Die Menschheit ist eingeladen, ihr Bewusstsein in eine Erweiterung bringen zu lassen. Das kann der Mensch nicht bewusst tun, denn es geht nur mit Hingabe und göttlicher Erfahrung. Ich möchte dich einladen, heute in dieser Karwoche einmal die heilige Beziehung anzuschauen, die Jesus Christus zur göttlichen Allmacht hatte. Denn dieser Botschafter Jesus Christus wollte den Menschen ein Beispiel sein. Er wollte ihnen sagen, schaut her, ihr tragt keine Sünde in euch, wie es euch die Priester und die Kirchen weismachen wollen. Ihr seid keine sündigen Kinder, die Angst vor Strafe haben müssen. Ich lade dich ein, diese Worte aus Ein Kurs in Wundern in der Karwoche, wie sie hier beschrieben ist, einmal anzuhören. Öffne dein Herz, schließe die Augen und lausche. Jesus sagt: Hast du dich nicht schon mal gefragt, wie die Welt wirklich ist? Wie sie für glückliche Augen aussehen würde? Die Welt, die du siehst, ist nur ein Urteil über dich. Sie ist gar nicht vorhanden. Doch die Beurteilung spricht ein Urteil über sie, rechtfertigt sie und macht sie wirklich. Das ist die Welt, die du siehst. Und es ist ein Urteil über dich. Und zwar von dir gefällt. Dieses krankhafte Bild von dir erhält das Ego sorgsam, denn es ist das Abbild deines Egos. Dein Ego liebt dieses Abbild und es stellt dieses Bild außerhalb von dir in die Welt. Und an diese angstmachende Welt musst du dich so lange anpassen, wie du glaubst, das Bild sei außerhalb von dir und du seist ihm ausgeliefert. Diese Welt, das Bild dieser Welt, das du dir machst, ist wahrhaft gnadenlos. Und wäre diese Welt tatsächlich außerhalb von dir, dann solltest du wahrhaftig furchtsam sein. Doch du warst es, der sie gnadenlos gemacht hat. Und jetzt, da die Gnadenlosigkeit auf dich zurückzublicken scheint, kann sie berichtigt werden. Und das hat Jesus schon vor über 2000 Jahren zu den Menschen gesagt. Ihr glaubt eure Bilder. Und wir hatten letzten Sonntag einen Tagesimpuls über das Urteilen. Und das Urteilen ist das Gift, welches unsere giftigen, vernichtenden Bilder von Menschen und Situationen malt. Und wenn die Menschen zu mir kommen, sich anmelden für die Ausbildung zum Satsang-Praktizierenden, dann geht es darum, einen Schwamm in die Hand zu nehmen und diese vernichtenden Bilder wegzumalen.
brauchst keine Therapie dazu, brauchst keinen Arzt dazu. Du brauchst nur eine neue Wahrnehmung. Das wollte Jesus uns sagen. Schaut her, ihr nagelt euch ständig selbst ans Kreuz. Schaut her, wie brutal ihr mit euch selbst umgeht. Ihr seid göttliche Lichtsäulen, ihr seid Lichtstrahlen der göttlichen Liebe. Und wie seht ihr euch als Wahnsinnige, als Verrückte? Ihr malt eine brutale Welt da draußen und ihr findet den Weg nicht mehr heraus. Und Jesus Christus wollte uns schon die heilige Beziehung zeigen, denn er lebte diese Beziehung mit der göttlichen Energie. Er sprach mit Gott, er fühlte, dass Gott in ihm war, er heilte durch Gott. Er sprach durch die göttliche Liebe. Er war das Licht der Welt, der sogenannte Messias, den die Kirche auch gleich missbrauchte für ihr Christentum. Und Jesus Christus möchte dir die heilige Beziehung zu Gott nahebringen. Denn er sagt: Wer kann in einer heiligen Beziehung lange unheilig bleiben? Die Welt, die die Heiligen sehen, ist eins mit ihnen. Genauso wie die Welt, auf die das Ego sieht, so wie es selbst ist. Auf Konflikte, Spaltung, Krieg und Vernichtung ausgerichtet. Sie haben ihr nicht gesagt, was sie ist. Und sie sehen keine Unschuld in der Welt, die, die an ihr Ego glauben. Jetzt befrage dich sanft. Welt, was bist du wirklich? Suche nicht, denn die Kinder Gottes dazu zu bringen, sich dem Wahnsinn des Egos anzupassen, bringt dich nicht weiter. Was bin ich wirklich? Das ist die Frage, die du dir jetzt stellen darfst. Was bin ich? Das ist das einzige Ding im ganzen Universum, das das Ego nicht erkennt. Trotzdem fragst du gerade dein Ego. Und die Antwort des Ego ist es, an die du dich anpassen möchtest. Dieser eine wilde Gedanke, grimmig in seiner Arroganz und doch so winzig und bedeutungslos, dass er unbemerkt durch das Universum der Wahrheit schlüpft. Dieser Gedanke der Spaltung, der Trennung wurde dein Führer. Und Jesus hat gesagt, die einzige Sünde, die wir in uns tragen, ist unser Anpassungsmechanismus an unsere konditionierte Denkweise. Und ihr Lieben, genau das möchte ich mit dir transformieren in der Ausbildung zum Satsang-Praktizierenden. Bitte melde dich bei mir, trag dich ein auf der Webseite unter dem Menüpunkt Ausbildung für ein kostenfreies Gespräch mit mir. Die einzige Sünde im Menschen ist sein Anpassungsmechanismus an das Ego. Und das wollen wir wandeln. Wir wollen den Verstand in seinen göttlichen Ursprung bringen und dich in die Leichtigkeit, in die Glückseligkeit führen. Der Glaube an die Sünde, an das Ego, ist eine Anpassung. Und eine Anpassung ist eine Veränderung, ein Wechsel der Wahrnehmung oder eine Überzeugung, dass das, was vorher war, jetzt verändert worden ist. Jede Anpassung ist eine Verzerrung und ruft Abwehrmechanismen auf den Plan, um sie gegen die Wirklichkeit aufrechtzuerhalten.
Die Erkenntnis, was bin ich wirklich, erfordert keine Anpassung. Sie geht vielmehr verloren, wenn irgendein Wechsel oder eine Veränderung vorgenommen wird. Denn das setzt sie sofort zu bloßer Wahrnehmung herab, zu einer Art des Schauens, in der die Gewissheit verloren und Zweifel eingetreten ist. Für diesen beeinträchtigten Zustand sind Anpassungen notwendig, weil dieser Zustand nicht wahr ist. Wer muss sich an die Wahrheit anpassen, die sich nur auf das beruht, was du wirklich bist? Alle anderen Anpassungen jeglicher Art sind vom Ego. Du wunderbare Seele, nutze diese Karwoche dazu, dich mal zu fragen, wo hast du dich angepasst? Und an was hast du dich angepasst? Wo hast du deine Freiheit eingebüßt? Und was bist du in Wirklichkeit? Lass uns den Weg gemeinsam gehen. Gemeinsam in den Gruppen der Ausbildung erfahren wir, wie wir uns unbewusst angepasst haben an Bilder einer Welt, die das Ego uns vorgegeben hat. Der reine Wahnsinn. Und wir wollen uns aus dem Wahnsinn jetzt wieder befreien. Ich lade dich herzlich ein zu einem kostenfreien Gespräch mit mir und folge der heiligen Beziehung, die Jesus schon uns zeigen wollte. Und die Menschen waren mit ihrer Energieschwingung noch viel zu niedrig, um zu erkennen, wie sie ihr Bewusstsein erweitern dürfen. Du kannst es jetzt, denn leicht leben lohnt sich. Nutze die Feiertage. Ich werde auch über die Feiertage immer wieder darüber reden, wie du in deine Leichtigkeit kommst, wie du dieses Was bin ich wirklich in dir entdecken darfst und den Schleier der Dunkelheit, deine Anpassungsmechanismen an eine Welt, die gar nicht existiert, jetzt auflöst. Ich sage in großer Liebe Namaste und ich freue mich von ganzem Herzen, wenn du deine Anpassungen jetzt loslässt. Alles, alles Liebe für dich und wir sehen uns in einem persönlichen Gespräch. Alles Gute!